Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Walburga aus dem Arcane-Store Bad Neuenahr, ja aus dem geschlossenen Arcane-Store Bad Neuenahr. Also es ist schon ein bisschen traurig, wenn man jeden Tag ins Geschäft geht und guckt, ob alles noch da ist und guckt, ob keiner guckt. Es ist schon alles ein bisschen merkwürdig und auch ein bisschen creepy, aber ich wollte die Gelegenheit gerne nutzen, um euch Danke zu sagen für eure Mega-Unterstützung, für eure Gutscheine, für eure Einkäufe. Es haben Menschen Gutscheine gekauft, die hatte ich nie auf meinem Schirm. Da war ich also total bass erstaunt, dass Menschen, die ich vielleicht nur einmal im Jahr sehe, einen 1.000 € Gutschein kaufen. Das ist schon wirklich überwältigend. Tja, wir sind in unserem Unternehmerverband der deutschen Unternehmerinnen 1.800 Mitglieder und diese zusammen haben über 500.000 Mitarbeiter. Und die erwirtschaften 85 Milliarden Euro im Jahr. Ja, und 98% davon stehen vor dem Nichts. Alle, die Geschäfte haben, stehen vor dem Nichts. Weil 4 Wochen die Läden geschlossen, ist schon eine Herausforderung, die es sicherlich seit über 100 Jahren nicht gab. Viele sind natürlich nicht so gut aufgestellt, dass sie vielleicht Kundenadressen haben, dass sie Online-Shop machen können, dass sie was verkaufen können oder Leute nach Hause bringen. Wir haben alles versucht, um zu sagen, okay, gut, wir haben konspirative Treffs mit Kundinnen, die, wo wir Ware hingebracht haben, Männer, die gesagt haben, okay, wir machen die Tüte ganz schnell ins Auto und die Autotüre wieder zu. Trotzdem, auch die vielen Gutscheine, die gekauft worden sind, da möchte ich euch natürlich ganz gerne sagen, das, was wir auch damit gemacht haben und wofür wir sie gebraucht haben. Ja, die großen Rettungsschirme von unserem Bundesland Rheinland-Pfalz, ja, die haben wir bis jetzt nicht gesehen. Ich habe auch noch keinen gesehen, gehört oder mitbekommen, der auch nur einen einzigen Cent bis jetzt bekommen hat. Das heißt also, jeder ist sich selbst der Nächste. Wir müssen selber kämpfen, gucken, wie sage ich immer so schön, dass wir mit dem Arsch an die Wand kommen und dass wir irgendwo immer selber gucken, dass wir da irgendwie rauskommen. Ja, und daher war es halt eben einfach ganz, ganz, ganz toll von euch, dass ihr uns so unterstützt habt. McCain hat in dem Monat März über 50.000 € von meinem Konto abgebucht. Ja, die fragen natürlich nicht, ob wir Einnahmen haben oder ob wir eben das bezahlen können. Vertrag ist Vertrag, der muss eingehalten werden. Sämtliche Kosten für Finanzamt, Miete selbstverständlich auch. Gut, und der Unternehmer hat natürlich auch privat seine Kosten, die er irgendwo decken muss, weil ansonsten kann er auf die Straße wohnen gehen. Das wäre sicherlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Und leider gab es auch kein Manuskript auf dem goldenen Tablett serviert, was man hätte jetzt als Rettungsschirm für sich selber nehmen können. Die Krise, die jetzt seit 100 Jahren nicht gegeben hat, konnte natürlich keiner vorwegsehen und konnte natürlich auch keiner wissen, wie viel Ressourcen muss man denn gespart haben, wie viel Geld muss man denn auf dem Konto haben, um halt eben hohe Warenbeträge, wie ich zum Beispiel, bezahlen zu können und hohe Kosten natürlich auch zahlen zu können. Ja, und dafür war halt eben der Aufruf an euch und das ist einfach ein riesen Dankeschön wert, dass wir das bezahlt bekommen haben, was wir bezahlen mussten, dass man sich nicht die mega Gedanken machen muss, dass das Konto dicht gemacht wird von der Bank, weil da haben wir auch keine Rettung, die einem etwas ändert. Und die Bank sagt noch nicht mal, ihr bekommt euren Dispo-Kredit diesen Monat umsonst oder wir nehmen keine Dispo-Kreditzinsen. Das ist auch weit gefehlt, dass von der Seite irgendetwas kommt. Also es kommt bis jetzt von überhaupt gar keiner Seite, auch nur ein einziger Cent, ein einziger Euro. Und daher möchte ich jetzt einfach sagen, frohe Ostern, ganz, 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 ganz lieben Dank euch allen für die Überlebung.